Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende auf den Rängen. Am Ende einer Legislaturperiode ist es für jeden von uns vermutlich immer auch eine Gelegenheit zur Rückbesinnung auf das Geschaffte. Für mich bietet heute der Antrag, jetzt mit wirksamem Klimaschutz die ökologische Modernisierung angehen und die Klimaschutzlücke schließen, der Fraktion der Grünen einen guten Anlass dazu. Sie schreiben nämlich von einem Bekenntnis der Kanzlerin zum Pariser Abkommen und knüpfen dann mit den Worten an, ich zitiere, doch den warmen Worten folgen zu Hause keine Taten. Was für eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit Ihnen die letzten 4 Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ziemlich zu Beginn der Legislaturperiode beschlossen wir das Elektromobilitätsgesetz, das erstmals gesetzlich festlegte, was wir an den elektrischen Antrieben denn definieren. Darüber hinaus haben wir, besonders als SPD-Fraktion, für die Ausfinanzierung des Nationalen Innovationsprogramms für Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie gesorgt und uns dann auch für seine Weiterführung stark gemacht. Nicht unwesentlich ist dies verbunden mit dem Vorankommen beim wichtigen Ausbau der Wasserstofftankstellen. In dieser Legislatur haben wir außerdem verschiedene Förderrichtlinien auf den Weg bringen können, die eins doch deutlich machen, elektrische Antriebe sind auf unseren Straßen schon längst Realität. Projekte zu innovativen Ideen, die Umrüstung des ÖPNV und den Ausbau der Ladeinfrastruktur konnten wir mit diesem Geld voranbringen. Und es geht weiter. Die Verlängerung der Steuerbegünstigung für Elektrofahrzeuge und die Kraftstoffe Erd- und Autogas sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil einer technologieoffenen Förderung. Auch weiterhin werden wir unseren Blick für die unterschiedlichen technologischen Möglichkeiten offen halten. Nach schwierigen Verhandlungen konnte die so wichtige Ladesäulenverordnung auf den Weg gebracht werden. Sie bildet die Grundlage für die Schaffung eines europäischen Systems. Denn was bringt mir ein Fahrzeug, das ich nach dem Verlassen Deutschlands nicht mehr laden kann, weil der Stecker nicht passt? Ein wichtiges Thema aber auch beispielsweise für Handwerksbetriebe war die Anpassung der Gewichtsklassifizierung bei der Fahrerlaubnis. Für Nutzende, die gern bei ihrem Arbeitgeber laden, haben wir den geldwerten Vorteil aufgehoben und die Regelung sogar auf betriebliche Fahrzeuge erweitert. Letztlich möchte ich die Beschaffungsinitiative des Bundes nicht unerwähnt lassen. Denn immerhin haben wir uns gemeinsam zum Ziel gesetzt, dass endlich 20% unserer eigenen Fahrzeuge im Fuhrpark des Bundes mit elektrischen Antrieben ausgestattet werden. Und der Umweltbonus. Denn auch wenn der Verkauf von Fahrzeugen und Schleppen vorangeht, ja, verzeichnen wir doch stetiges Wachstum. Es gilt wie so oft im Leben, wir müssen so geduldig sein, dass ein Kamel hysterisch erscheint. Ist nicht von mir, ist von Rafik Shami, aber könnte von mir sein. Ich glaube, da ist auch was dran. Ich könnte die Liste fortführen, möchte aber die Zeit nutzen, um über das zu sprechen, was vor uns liegt. Isolierte Maßnahmen habe ich gerade beschrieben im Verkehrssektor. Aber im Wesentlichen geht es doch darum, die Zukunft zu beschreiben, um die Sektoren zusammenzubringen. Die Energie und den Verkehr sowie die immobile Seite, die Wärmeseite. Diesen Prozess haben wir als SPD-Fraktion bereits begonnen und gemeinsam mit den Berichterstattern aus Verkehr, Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft das Positionspapier Investieren für Arbeit, Innovation, Klimaschutz und gutes Leben erarbeitet. Ressortübergreifend konnten wir damit den Aufschlag für eine gemeinsame Vision machen. Um es auf den Punkt zu bringen, in der Sektorenkopplung liegt die Zukunft. Mobilität wird künftig nicht mehr ohne das Stromnetz denkbar sein. Neben der Batterietechnologie wird im Besonderen der Wasserstoff eine zentrale Bedeutung bekommen. Daher haben wir uns mit dem Papier, dem Thema und in der Anerkennung und Förderung des grünen Wasserstoffs noch einmal speziell gewidmet. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, für meine Fraktion kann ich also sagen, dass es auch in der nächsten Legislatur nicht bei warmen Worten bleiben wird. Ich freue mich schon darauf, daran mitarbeiten zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt hat das Wort die Kollegin Dr. Herlin Gundelach für die CDU-Fraktion.